Das Problem mit der Entspannung ist ja, dass man sie aktiv herbeiführen muss. Anspannen tun wir automatisch. Über den ganzen Tag hinaus bauen wir Spannung auf, weil wir immer wieder Stressfaktoren haben, sei es akustische, sei es von der Arbeit her, sei es in der Kommunikation, im Straßenverkehr, überall. Entspannen tun wir aber nicht automatisch. Das hat die Evolution nicht vorgesehen. Und darum ist es so wichtig, zwischendurch zu entspannen. Und dafür gibt es eine geniale Übung. Wir kennen das alle. Wir stehen morgens halbwegs ausgeruht auf, sind eigentlich guter Dinge, fahren zur Arbeit oder machen eben unseren normalen Tagesablauf und merken dann ganz allmählich, wie sich Spannung aufbaut. Wie man mittags vielleicht schon mal so ein bisschen im Nacken mehr merkt als am Morgen, wie man nachmittags merkt, dass man gereizter ist und wie man abends überall blockiert ist und eigentlich gar nicht mehr richtig runterkommt. Und das liegt daran, dass diese Spannung, die sich kontinuierlich aufbaut, nicht mehr abgebaut wird. Wir haben gar keine Chance, tagsüber im normalen Job, im normalen Alltag Spannung ständig abzubauen. Durch Sport, durch Bewegung, durch bestimmte Übungen. Und deswegen sind kurze Übungen, die in den Alltag zu integrieren sind, die man jederzeit ausführen kann, besonders wertvoll, um diese Spannung, die sich allmählich aufbaut, immer wieder in kleinen Häppchen abzubauen, sodass die Kurve nicht so aussieht, dass sie immer größer wird, die Spannung, sondern dass sie, wenn sie ein bisschen größer ist, schon wieder abgebaut wird. Dann wieder wächst, dann wieder abgebaut wird. Dann wieder wächst, dann wieder abgebaut wird. Das heißt aber, am Abend ist man immer noch in der gleichen entspannten Situation wie am Morgen. Während wenn man die ganze Entspannung in den Abend legt, man gar keine Chance hat, die wieder abzubauen und womöglich angespannt ins Bett geht und dann auch noch nicht richtig schläft. Und da vor allem die muskuläre Spannung eine ganz große Rolle spielt und zu Tinnitus führen kann, den Tinnitus verstärken kann, zu Kopfschmerzen führen kann, zu Blockaden führen kann und allen möglichen anderen Beschwerden, ist es so besonders wichtig, diese muskuläre Spannung runterzufahren. Und dafür gibt es eine wunderschöne Übung, die ganz schnell jederzeit zu machen ist, die keinen Zeitaufwand bedarf und keiner Hilfsmittel. Und die will ich heute ganz kurz zeigen. Und zwar stellt man sich dazu vor, dass man eine Marionette ist. Das heißt, überall sind Fäden am Kopf, an der Schulter, am Ellbogen, an der Hand. Das heißt, der Puppenspieler bewegt einen sozusagen. Und dann stellt man sich vor, wenn man sich irgendwo hinstellt, kann man auch im Sitzen machen, aber stehen ist eigentlich noch besser, dass man also in Ruhe an diesen ganzen Fäden hängt. Man steht also relativ aufrecht, schon halbwegs entspannt. Und dann stellt man sich vor, dass die Fäden alle auf einmal durchgeschnitten werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Marionette nicht mehr an den Fäden hängt, fällt sie sich zusammen. Und das macht man mehrmals hintereinander. Das heißt, man stellt sich vor, die Fäden werden langsam, aber nicht übermäßig angezogen, dass man also aufrecht steht. Und dann werden die Fäden durchgeschnitten oder man kann sich auch vorstellen, der Puppenspieler lässt die Fäden einfach los. Und dann richtet man sich anschließend allmählich wieder auf und lässt wieder los. Am Anfang fällt das noch schwer, weil man irgendwie versucht, krampfhaft dieses Loslassen hinzukriegen und das bewusst muskulär versucht zu machen. Das sollte man versuchen, auf Dauer zu vermeiden und wirklich diese aktive Muskelspannung einfach kurzfristig loslassen und passiv so ein bisschen in sich zusammensacken. Wenn man das ein bisschen geübt hat und das mehrmals am Tag macht, dann baut sich diese Spannung eben im gesamten Kopf-, Hals-, Nacken-, Kieferbereich nicht mehr auf und man kann abends genauso entspannt ins Bett gehen, wie man morgens aufgestanden ist.